Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Bildet Challenge. Ich bin immer noch allein unterwegs, weil ich nachaufnehme. Wollen wir wieder das aufklappen? X. Nee, doch nicht. N eigentlich, oder? Wieso kann ich denn. Oh, schade, ich dachte, ich kann vielleicht befüllen, so. Ja, ich bin immer noch alleine. Die nächsten drei Folgen auch noch. Beziehungsweise einmal kommt mir vielleicht der Unternehmer zu Hilfe. Das ist ja blöd. Wie kriege ich denn jetzt Saatgut? Muss ich das im Anhänger wirklich auskippen? Und ich bin gerade dabei, die Sämaschine ready zu machen. Früher, nachher, nach der Saat. Weil wenn gespult ist, quasi, am nächsten Morgen, können wir ernten. Da müssen wir natürlich auch gleich wieder ansehen, wie es läuft. Geht Schlag auf Schlag. Und ja. Aber jetzt habe ich festgestellt, dass ich leider nicht aus dem Silo die Sämaschine befüllen kann. Aber na gut. Was soll's? Nehmen wir erstmal Dinger auf. Ja, ansonsten bin ich immer noch am Aufräumen, immer noch am Vorbereiten. Relativ öde. Vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer, weil nicht viel passiert und vor allem kein RP. Bin ja allein auf dem Server. Und, aber ja, böse Minderbinden behaupten, ja, bei dir ist ja eh nicht RP. Ist ja eh da oben abgeschottet bei dir. Ja. Wer kennt's? Die Sprüche. Aber es macht nichts. Einfach mein Stil und nur weil das andere anders sehen, ändere ich nicht meinen Aufnahmestil. So. Ja, jetzt könnte man wieder sagen, das ist aber ein RP-Projekt, da geht es um RP und ich sage, ja, mache ich aber auch. Aber wenn ich Arbeit habe, die einfach ansteht und ich scheinbar nicht so begabt bin im Disponieren wie ein Herr Perser zum Beispiel, dann habe ich halt einfach keine Zeit. Dann habe ich, hier oben zu tun. Und habe halt keine Zeit für sinnloses RP. Also sinnlos meine ich jetzt nicht, wie es klingt, sondern halt RP, was mir, was dem Hof nichts bringt. So, wie mache ich das jetzt? Kann ich das hinkippen? Scheiße. Kann ich ranfahren? Was richtig hart wäre, wenn ich es hinkippen müsste und müsste es mit der Schaufel beladen. Das wäre also richtig, richtig unschön. Das wäre so richtig unschön. Na komm. Oh. Oh. Also näher ran kann ich ja gar nicht. Ja, gut, das sieht fast danach aus. Weil hinkippen wird auch nichts bringen. Der kann sich das ja nicht auf den Boden aussaugen. Habe ich hier eine Frontladerkonsole dran? Nein. Also, die hat ja vorne den Bügel und alles, hätte ich früher sehen müssen. Gut, dann machen wir das altmodisch. Wir hängen erstmal in voller Fahrt den Anhänger ab. Nein, natürlich nicht. Wir machen Abgibtseite der Gornschieber. Dann holen wir uns den Frontlader und dann schaufeln wir den Kram mal da rein. Warum nicht? Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Aus dem Silo heraus. Das ist echt krass. Hätte ich so nicht erwartet. Gut. Andererseits. Länderkauf. Möchte ich nicht mehr. Ich möchte eigentlich nicht mehr Länder kaufen. Ich möchte das Geld, was ich jetzt habe und was ich erwirtschafte, in Hof und Kredit investieren, weil wir sind am Ende des Projektes. Ich muss zusehen, dass ich langsam mal was baue. Ja, komm. Ach ja. Man sollte auch die Konsole anbauen. Boah, das ist halt echt. Was wird denn eine Reparatur kosten? 26.000, Alter. Wenn, wir machen es so, wenn ich gebaut habe und ich habe noch übrig, dann repariere ich den kleinen Mann hier.
Aber ich weiß nicht, ob ich die 26.000 überlegt mal, was man da mit Terraforming Blumen Bäumchen setzen kann, ne? Mit 26.000. Das ist halt nicht zu verachten. Aber weißt du, was wir machen? Wir machen dich mal kurz sauber, wenn wir hier oben sind. Wir machen dich einmal kurz sauber. Altes Arbeitsschwein. Hat uns schon treue Dienste erwiesen, das muss man einfach sagen. Ich habe letztens wieder ein Video gesehen von, da sind zwei 8R auf dem Feld, halt so eine Art wie synchron gefahren. Das sah schon gut aus, Mensch. Das sah schon echt gut aus. Ja. Also John Deere baut schon schöne Geräte, das muss man einfach sagen. Das muss man einfach so neidlos anerkennen. Auch das hier, das sieht so gut aus, ey. Dieser ganze Anschluss hier. Also das hat jetzt nichts mit John Deere zu tun, aber das sieht einfach nur, also dass das so geil nachempfunden ist und so weiter, das muss man von nice. Aber 22 Arbeitsstunden hat der schon. Ich bereue es immer noch, Leute, dass ich den im End verkauft habe, muss ich ehrlich sein. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, echt ein Verlustgeschäft, den Tatra zu kaufen. Und so wirklich besser ist er ja leider auch nicht. Was mich auch irritiert ist, warum ich dieses Ding auch nicht aufgeklappt bekomme. Ich muss das doch. Wieso kann ich... Weil die Tür hier aufgeht. Lul, das wusste ich gar nicht, dass das funktioniert. Ja, und was, wie kriegst du wieder zu? Nein. Gott. Gibt noch irgendwas? Warte mal. Wenn hinten aufginge, das würde ich feiern, weil hinten auffahren. Warte mal. M, nee. N geht die Tür auf. J geht die Tür zu. Dann würde ich jetzt. Hätte ich jetzt geschätzt K. Ah, doch, guck mal da. Nice. K und L, M. Geht oben auch auf? Ne, oben hat er nichts. Na cool. Aber dennoch glaube ich, dass dadurch vielleicht. Warte mal. Das muss ich leider nochmal kurz checken. Geht ja hier nicht bei dem, ne? Okay. Vielleicht blockt er deswegen den das Aufmachen mit N auf ab. Zähmaschine. Ja. So. Jetzt geht's, passt auf. Weil dann sind die auf beiden Tasten belegt, dann ist die Scheibe halt tatsächlich. Es hätte mich halt auch stark gewundert. Dann blockt die Funktion. Da muss erstmal drauf kommen. Da blockt die Funktion der Heckscheibe, dass man die mit die Seitentür, dass man die mit N öffnet. Blockt die Tastenbelegung von der Sämaschine. Kelle, Kelle, Kelle. Hier musste mit allem Wasser gewaschen sein, doch. Gut, dann haben wir den Ford leider doch nicht gebraucht, aber wir haben immerhin den Traktor. Doch nicht ernsthaft hier gefangen. Den Traktor gewaschen.
El Traktore. Gut. Wieder was gelernt. Lernt nicht aus. Das ist ja cool. Da fahren wir jetzt hier mit offener Heckscheibe. Das ist doch wunderbar. Ich weiß nicht. Ich finde das cool. Das sieht cool aus. Wie so eine Schildmütze, die man nach hinten hat. Wie so eine Schildmütze, die man nach hinten aufgezeigt hat. Guti, dann Sämaschine, Intelhalle. Dann machen wir den Auflieger sauber und parken den am großen Feld vorne. Und so, schauen wir mal. Kühe können wir irgendwann mal holen. Könnten wir zwar auch heute Abend machen in den normalen Folgen, aber könnten wir auch jetzt machen. Auf die halbe Stunde kommt es auch nicht an. Ab 18 Uhr kaufe ich eher ein. Mal gucken, ob ich hier dran denke, das Gras wegzumachen. In der Baufolge. Da natürlich auch nochmal was. Und den Busch da hinten ein bisschen zurückzusetzen. Waschi, Yashi. Oh, da komme ich nicht rum. Da komme ich nicht rum. Ich glaube, Auflieger wäre die fachmännisch richtige Bezeichnung. Achso, warte mal, den wollten wir hoch ans große Feld stellen. Dann würde ich sagen, stellen wir den direkt hier zwischen Feld 10 und 8 und 9. Steht da, glaube ich, ganz gut. Da steht da, glaube ich, ganz gut. Ja, können wir mittig stellen, weil kommt hier keiner mehr durch. Irgendwie hier angesät ist. Ist ja auch mein Weg. Den kann ich blockieren. Hm. Meine Ländereien. Mal kurz. Gut, hier sehen wir jetzt gerade auch, dass das noch wächst. Ach, das wird wieder schön hier, das Dreschen. Da wird sich hier hinten der Drescherfahrer wieder freuen auf dem Gutsfeld hier. da.
So, da haben wir Anhänger stehen. Hier haben wir den einen Anhänger stehen. Das ist ein bisschen versteckt zwar, aber er steht. Und ja. Können wir ihn hier schon mal an den Tiertransporter wieder dran klemmen? Beziehungsweise. Ist der überhaupt? Der steht da vorne in der Halle, gell? Ja. Können wir hier erst nochmal kurz Kaka abholen? Gül. Dürfte nicht viel drin sein. Aha. 20%. Den lassen wir dann stehen. Halt, stopp. Vorher wollten wir ja die Paletten und so wegbringen. Passiert. Warum steht denn der so, wie er steht? Ist der mit dem Gabelstapel oder dagegen geöckelt? Na komm! Scheiße. Ah, jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Lass mal den da erstmal stehen. Der darf auch mal gewaschen werden. Auch schon 4,4 Arbeitsstunden, der kleine Stinker. Natürlich crazy. So. Nur schon mal, weil ich in eh gerade drin sitze. mache ich schon mal. So, Thumbnail ready. So. So, weiter geht's. Blackie. Düngerstreuer. Da könnten wir eigentlich gleich mal Düngerauftrag machen. Weil wir haben den Dünger, wir haben den Düngerstreuer. Dann können wir da mal schnell drüber. Machen wir mal Easy Money. 7k, glaube ich, waren das, ne? Oh, ist der überhaupt noch da? Jetzt, wo die Zeit abgelaufen ist? Ja, ist noch da. Okay. Weil da können wir uns die mal kurz snacken. Na klar, bleibst du nicht bei 7k reingewinnen, ist ja logisch. Brauchen ja auch Material, aber weniger als die. Weniger als die 7k. Ja, das war halt jetzt ein bisschen dumm. Wobei, nee, das hätte ich eh
Nee, hätte ich nicht. Ich glaube, ich habe noch Dinger im Lager liegen. Egal. Gut, mein Lieben, aber wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei den anderen vorbei. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.